Unternehmungen, die Wissensmanagement betreiben, tun dies oft, weil sie eine sogenannte lernende Organisation werden bzw. sein möchten. Das heißt, sie möchten ihre organisationale Wissensbasis zielgerichtet weiterentwickeln. Dies ist ein wesentliches Merkmal einer lernenden Organisation. Doch was genau ist diese organisationale Wissensbasis? Spontan denken die meisten vermutlich zuerst an den Daten- und Dokumentenbestand einer Organisation, also an ihr kodifiziertes Wissen. Und natürlich ist dies ein wesentlicher Teil ihrer Wissensbasis. Was wären all diese Dokumente aber ohne die Menschen, die in der Lage sind, dieses Wissen für ihre Entscheidungen und ihre Handlungen zu nutzen? Das Wissen in den Köpfen der Mitarbeitenden, das sogenannte personale Wissen, gehört ebenso zur organisationalen Wissensbasis. Das personale Wissen ist gewissermaßen ihr Aktivposten, das Dokumentierte ein Passivposten. Die organisationale Wissensbasis besteht also aus der Gesamtheit der sogenannten Wissensartefakte der Organisation, ihrem dokumentierten Wissen und dem Wissen in den Köpfen der Mitarbeitenden, dem personalen Wissen. Hinzu kommen nun noch die Prozesse und Strukturen, sozusagen das kristallisierte Handlungswissen der Organisation. Auch diese sind Teil der organisationalen Wissensbasis. Sie geben dem gemeinsamen Wissensraum Form. Dabei gilt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die organisationale Wissensbasis kann nicht einfach verstanden werden als eine Summe aller individuellen Wissensbasen in der Organisation. Ebenso wenig kann sie reduziert werden auf den einfach verfügbaren dokumentierten Wissensbestand. Vielmehr manifestiert sie sich in einem permanenten und dynamischen Wechselspiel zwischen dem externalisierten, dem stillen und dem impliziten Wissen, zwischen individuellem und kollektivem Wissen, bewusstem und unbewusstem. Und schließlich ist sie präsent in gemeinsamen Visionen, Werten, Kultur und Zielen. Sie beeinflusst unsere Entscheidungsprozesse. Einerseits vordergründig über das dokumentierte Wissen, das als Informationsgrundlage für Entscheidungen genutzt wird, sowie über die Strukturen und Prozesse der Organisation. Darüber hinaus auch über weniger bewusste Entscheidungsmomente wie implizite Routinen, versteckte Heuristiken, die herrschende Kultur und so weiter. So gesehen ist die organisationale Wissensbasis auch eigensinnig. Sie ist der Ort der organisationsspezifischen Sinnbildung. Sie beeinflusst die Wahrnehmungsfilter und Interpretationsraster der Organisation und ihrer Mitglieder. Sie konstruiert an deren Bild von sich selbst und der Umwelt mit. Die zielgerichtete Weiterentwicklung der organisationalen Wissensbasis ist eine herausfordernde Aufgabe. Thank you.